Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu einer Runde Python, mal wieder zur Abwechslung. Haben wir schon lange nicht mehr gemacht, mal wieder Bock drauf. Und ja, ich habe vor einer Weile schon mal eine Anfrage gekriegt, ob ich nicht mal ein paar Magic Methods vorstellen könnte. Wir fangen einfach mal an. Ich habe euch schon einige davon gezeigt. Init ist eine Magic Method, Main ist eine Magic Method. Eigentlich so ziemlich alles, was ein Bodenstrich und dann noch irgendwas hat. Also ihr könnt da mal durchgehen. Da gibt es doch viel, viel mehr als nur das. Und ja, heute geht es mal wieder um die Operatoren. Das sind nämlich eigentlich auch Magic Methods und die kann man überladen. Habe ich euch schon ein paar davon gezeigt. Heute geht es um die Gleichheitsoperatoren. Also ich hatte euch schon gezeigt, wie man Sub zum Beispiel, ach Mensch, Bodenstrich, Bodenstrich, Sub überladen kann. Also zum Beispiel subtrahieren oder addieren oder sowas. Das heißt, ich kann nachher A plus B machen und habe dann ein Ergebnis von meinen Klassen, die ich selbst definiert habe. Das habe ich euch schon gezeigt. Jetzt geht es darum, wie kann ich diese Gleichheitsoperatoren oder Ungleichheit oder größer, kleiner und so weiter und so fort überladen. Das ist nicht ganz so schwer. Und ja, deswegen dachte ich mir mal, machen wir alles in einem Video. Alles kein Problem. Okay, der Gleichheitsoperator. Am Anfang können wir uns einfach mal angucken, wenn ich hier einfach nur eine leere Klasse A sozusagen definiere und dann nach der Gleichheit schaue, dann kommt hier auf jeden Fall false raus. Das liegt daran, dass eben A ein anderes Objekt ist als B. Wenn ich jetzt hier B gleich A machen würde, dann wäre A gleich B, logischerweise. Aber wenn ich hier tatsächlich ein neues Objekt erstelle, dann liegt es an einer anderen Stelle im Speicher. Und das ist die Standardimplementierung. Dann ist nämlich die Gleichheit einfach falsch von zwei Objekten. Jetzt kann ich hier aber zum Beispiel meine Equals-Methode, also meine Bodenstrich-Bodenstrich-EQ-Methode, Bodenstrich-Bodenstrich, und was brauchen wir noch? Self, Other. Other ist das andere und Self ist das. Achso, ich sollte vielleicht der vorne dran schreiben. Jetzt wird es erkannt. Okay. Self ist das eigene Objekt, also in unserem Fall wäre das zum Beispiel A hier und Other wäre B. Ja, jetzt sieht es hier so aus wie ein Operator. Das ist halt eben dieses Magic Equals hier. Okay. So, und jetzt müssen wir hier drin natürlich irgendwas noch schreiben. Deswegen sagen wir hier, wir hätten ganz gerne für a irgendeinen Parameter klein a auf 0. So, und jetzt sagen wir, okay, die beiden Objekte sind gleich, wenn unser a gleich ist. Das heißt, also es muss jetzt, in unserem Fall macht es absolut keinen Sinn, weil das hier, das wisst ihr, ist eine Klassenvariable und die werden dann immer gleich sein. Aber ich möchte euch einfach nur zeigen, wie das Ganze funktioniert. Also ihr würdet es normalerweise mit den anderen Variablen machen, die ihr im Konstruktor definiert. Okay, und wir sagen jetzt hier, unsere Objekte sind gleich, wenn self.a gleich gleich other.b, Punkt a natürlich. Okay, und das wollen wir natürlich zurückgeben. Also quasi auch eine Gleichheit, es gibt uns auch eine Gleichheit zurück und wir sagen hier, okay, es ist gleich, wenn eben dieser Parameter gleich ist. Normalerweise macht man es dann mit allen Parametern, wenn alle Parameter gleich sind. Das heißt, wir würden die noch verbinden über AND. Wenn alle Parameter gleich sind, dann sind die Objekte gleich. Das macht in den allermeisten Fällen sehr viel mehr Sinn, als wenn ihr einfach nur hier die Referenzen oder die Adressen vergleicht. In manchen Fällen, klar, macht es Sinn, wenn man die Referenzen vergleicht, also ob es wirklich das echt selbe Objekt ist, aber meistens macht es Sinn, die Objekte als gleich zu bezeichnen, wenn sie tatsächlich einfach alle ihre Attribute gleich haben. So, jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Jetzt kommt hier nämlich True raus. Sehr praktisch das Ganze. Und ja, so soll es natürlich auch sein. Okay. Jetzt kennen die meisten erfahrenen Python-Programmierer unter euch natürlich auch noch die weiteren Sachen hier, die Vergleichsoperatoren. Das nächste wäre ungleich. Da ist die Magic Method dazu not equals, also NE. Not equals. Hier haben wir noch ein paar andere. Ihr könnt da gerne mal durchgucken, ob ihr noch irgendwelche Sachen findet, die euch gerade so passen. So, not equals. Naja, not equals sollte vielleicht sein, wenn die beiden die beiden Attribute hier nicht gleich sind. Wenn sie gleich sind, sich als nicht gleich zu bezeichnen, wäre irgendwie schwachsinnig. Okay, und hier haben wir natürlich ein False, weil unsere beiden Objekte offensichtlich dasselbe A hier haben, weil wir das ja standardmäßig auf 0 setzen und bei keinem von den beiden As es geändert haben. Okay, wenn wir jetzt diese Magic Method hier rausgemacht hätten, also der Standardfall, da wären sie true, da wären sie wirklich verschiedene Objekte, wie gesagt, weil sie an verschiedenen Stellen im Speicher liegen, weil hier eben ein anderes A erstellt wurde. Also ein physisch anderes A sozusagen. Okay, es gibt aber nicht nur diese Echtgleichheit oder Echtungleichheit, sondern es gibt auch größer gleich und kleiner gleich. Und da kann man jetzt natürlich so ein bisschen hin und her überlegen, okay, wenn ich jetzt hier viele verschiedene Attribute habe, nach was für einem Attribut soll ich dann vergleichen? Das ist wirklich von Anwendungsfall zu Anwendungsfall unterschiedlich, aber
Wir haben hier Glück, wir haben nur einen einzigen Parameter, nämlich eine Zahl und das ist ein a gleich 0. Also eine einzige Zahl. Das heißt, wir können hier eine less than, also less than, das gibt es natürlich nicht, aber wir können es uns mit lt, können wir das easy holen und wir sagen self.a ist less than, also a, das Objekt a hier ist weniger, also kleiner sozusagen, echt kleiner in dem Fall als b, sobald self.a echt kleiner als other.a ist, wobei dieses a sich natürlich hier drauf bezieht. Okay, führen wir aus, ist natürlich false, weil a ist ja, wie wir wissen, bei beiden gleich 0. Okay, es gibt natürlich auch noch den greater than, also den größer als Operator, der ist quasi einfach umgedreht. Da könnt ihr dann einfach hier wieder so rum machen. Ihr könnt da natürlich auch reinschreiben, was ihr wollt. Ihr könnt da auch kompletten Bullshit reinschreiben, wie zum Beispiel, sie sind, oder das eine ist größer als das andere, wenn die beiden A's gleich sind oder sowas. Also ihr könnt da ruhig ein bisschen Schmuh mitmachen, wenn ihr Bock drauf habt. Aber schaut dann vielleicht, dass ihr nicht unbedingt die riesigen Bugs produziert und ich mich wieder aufreg, wenn meine Software abstürzt. Okay. Ja, größer als stimmt natürlich auch nicht, weil beide A's gleich sind. So, jetzt haben wir aber noch einen gleich, größer gleich und einen kleiner gleich Operator und die nennen sich less than or equal, also kleiner oder gleich, das ist der Operator hier. Da schreiben wir hier einfach auch mal einen kleiner oder gleich Operator hin. Der sieht dann so aus. Ja, da oben habe ich ihn richtig gemalt, hier unten habe ich ihn falsch gemalt, aber muss auch mal sein. Okay, so ein less than or equal haben wir hier ein true. Wenn wir dieses le nicht definiert hätten, hätten wir hier offensichtlich ein false. Beziehungsweise, wenn wir den nicht definiert hätten, hätten wir hier sogar noch ein größeres Problem. Dann dürften wir hier überhaupt keine Gleichheit oder kleiner Gleichheit benutzen. Das heißt, diese less than or equal, die können euch auch vor Fehlern bewahren. Denn standardmäßig ist auf Objekten le oder generell dieses lt, gt, le und jetzt habe ich schon verraten, ge. Die sind standardmäßig nicht definiert, anders als Gleichheit. Gleichheit ist am Anfang definiert, aber diese kleiner gleich oder größer gleich ist am Anfang nicht definiert und die geben Fehler, wenn ihr die ausführt, ohne dass ihr sie vorher definiert habt. Deswegen ist es sehr nützlich, wenn man sich diese Methoden hier überschreibt. Natürlich ist nicht immer einfach, ich weiß, aber wenn ihr das irgendwie machen könnt, dann macht es. Es ist wirklich sehr cool, wenn man dann in seinem Code einfach nur so ein kleines Gleichheitszeichen schreiben muss und man ist fertig. Okay. Und hier größer gleich haben wir ja auch, weil sie ja exakt gleich sind, wie wir wissen, weil die beiden A's eben gleich sind. Cool. Also soviel zu den Vergleichs-Magic-Methods. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, ich werde dann dazu noch mehr machen. Weil, wie gesagt, das sind lang nicht alle Magic-Methods und wir werden uns noch ein paar angucken. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Ciao, ciao.